So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1. Gehen wir doch einfach mal hier in die Karawanserei, weil da geht's weiter mit der Einladung in Werner Vogels Kunstgalerie. Hallo! Oh, was haben wir denn hier, Alter? Hier sieht's ja awesome aus. Hier haben wir nichts, da können wir hier mal durch die Tür gehen. Guten Tag, Herr Werner Vogel. Mr. Holmes, you came. Oh Gott, ich hab noch oh, das Schmied! Oh Gott! My game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific! I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Huh. Digga, das ist brutal. Ich sag dazu nichts. Ich muss mein Outfit ändern. Oh Gott. A noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Na dann, beschreiben Sie doch mal den Keller. Ich bin aber auch hübsch heute. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Toll. Darf ich jetzt mein Outfit ändern? Nein, darf ich nicht. Doch, darf ich. Sehr gut. So, ja, das ist perfekt. Das ist auch perfekt. Das ist normal. Und tutmäßig sind wir wieder Sherlock Holmes. Allerdings, ja, so. Wobei, ganz ehrlich, jetzt für den Fall kann ich mich auch mal ordentlich wieder kleiden. So, damit hat das Ganze wieder seinen gewissen Flair, hätte ich gesagt. You sure you don't like art, Sherry? Was sehe ich da? Ich blend's gleich wieder aus. Ich will damit nichts zu tun haben. Auch wenn es nur Kunst ist, wer weiß, ob YouTube das auch als Kunst erkennt. Ja, natürlich streckt mir noch den nackten Hintern entgegen. Ja, natürlich. Alter, gleich. Alter, ich. Mein Gott, hier wird gleich richtig hart gebumst wahrscheinlich noch, Alter. Der gelbe Christus, aha. Liebe und Schmerz. Ja, ganz ehrlich, also meine Meinung ist ja, Kunst kann weg. So, das ist meine Meinung, ich weiß, es ist... Aber ich will mit Kunst und so nichts zu tun haben. Ja, will nichts zu tun haben, aber keine Ahnung, was da für Summen verlangt werden und so, weißt du? Wenn ich so eine kleine Künstlerin, will ich schon sagen, wenn ich so einen kleinen Künstler oder eine Künstlerin entsprechend, ne, vielleicht so ein kleines Gemälde oder so abkaufen kann für einen normalen Preis, dass sie da ihre Kosten raus hat oder auch er, ne? Back home we've got a taxidermist. Ah. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Ach du Scheiße. A simplistic attempt at provocation. Vandalismus hier, die Untergalerie, das heftig mal an. Also ganz ehrlich, Kunst ist nix. Also wenn ich, also nur so, ich sag mal so schöne Landschaften oder so, aber irgendwie, hä? Irgendeine dumme, abstrakte Kunst, die tausende Euro kostet und, keine Ahnung, irgendwie von 1800 ist und dann irgendwie von irgendeinem popeligen Typen zusammengewichst wurde, also, Ne. Damit will ich nichts zu tun haben. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Mhm. Closed with a metal bolt. Was haben wir denn da drin? Kratzer. Frisch. Magnetspäne. Was haben wir denn hier?
Ah, hier ist jemand reingekommen. Ich verstehe. Da ist jemand gelandet. Size 9.5. Ja. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, was hier passiert ist. Was haben wir hier? Ach so. So macht er das. Wusste ich gar nicht. Nornrabe. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Scheint vor kurzem etwas bewegt worden. Aha. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Neuer Hinweis. Ausklappen. Hm. Sodden and mold ridden. One presumes deliberately. Okay, dann will ich mir die Ecke auch nochmal ganz genau ansehen. Ah, hier ist doch... Hier... Ah, hier immer mal gleich. Ich will mal zuerst das hier vorne mal angucken. Hier hat es auf jeden Fall gebrannt. Aber... Oh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Hm, was haben wir denn noch? Irgendwie so richtig mehr haben wir hier jetzt aber auch nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, eine Zigarette. Fingerprints. I think we're looking for a man with a cold mustache. Haben wir noch? Wurde geraucht? A Malpaubot. Ah. Damit wurde wahrscheinlich der Brand in, ne, also, ne, so in Brand versetzt. Scheiße. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Eher schwache Kette. Für Gemälde? Fragezeichen. Ah. Interesting. Ich könnte hier hinten das vorantreiben. Ich will das zwar mal vorher Hand und der Eindringling ist Raucher und hinkt. Na gut, das kann man nicht miteinander kombinieren. Ich habe es aber trotzdem mal gemacht, einfach nur, damit wir da nicht feststecken. Okay, mal sehen, inwiefern uns John helfen kann. Boah, das sind viele Punkte. Ah, das ist natürlich smart. Nee, da lag jemand drin. Das hier vorne ist Werner Vogel, der hier mal guckt und schaut, was hier so los ist. Dann hier hinten haben wir den Typen, der wahrscheinlich was geklaut hat. Dann haben wir hier den Typen, der wahrscheinlich ja was verbrannt hat. Und wir haben hier den Typen, der abgehauen ist. Nee. Ich würde sagen, so passt das, oder? Habe ich noch was vergessen? Nee. Sollte passen, oder? Ja, wunderbar. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Ja, ich hatte jetzt gedacht, ob das so in Anführungsstrichen simpel ist, aber ja, passt alles wunderbar. Hier... Ja gut, hier müssen wir mal mit dem Herrn Vogel sprechen, so wie es aussieht, ne? Da kommen wir jetzt hier so nicht weiter. Da müssen wir ihn mal fragen, was da unten für Gemälde ausgestellt sind und so.
Ja, aber Kunst, keine Ahnung, was da Leute für Geld rausschmeißen und sich dann irgendwie dann in ihrer Privatgalerie dann irgendwie entspannen und da hängen dann da so Gemälde im Wert von, keine Ahnung, etlichen 100.000 Euro oder von mir aus 1.000 Euro oder so, keine Ahnung, damit kann ich nichts anfangen. Keine Ahnung, Kunst ist Schmutz einfach. Ein paar schöne Gemälde von einer schönen Landschaft oder von einer netten Person, so Porträts und so, so okay, aber das ist dann auch nichts, wo ich sage, so, boah, da kannst du jetzt hier, und bloß weil das jetzt von Künstler XY von vor 800 Jahren stammt, keine Ahnung, ob das da jetzt so einen großen Wert hat. Ich meine, klar, es ist halt super selten und was Besonderes, aber es ist ja Quatsch. Es ist einfach The nur pieces Bullshit. are not what I expected. What do Naja. you think my collection is about? Ich denke mal, es geht um den Tod. It's a reflection on mortality. Nothing lasts forever, no beauty sustains itself, and everything succumbs to darkness. Am I right? I don't know. But that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Ich sehe Mankind's das wie highest Herr achievement Holmes. above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or, perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Der Fall war, ich würde sagen, der Fall war interessant. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. Der Hinkende bezüglich des Einbruchs, was denn? This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. Dann bezüglich des Einbruchs. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. Tja, dann was den Diebstahl The betrifft hier. fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the wild room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Aha, ein anonymes Mercurio's works. Some was more than Angebot. fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Was ist denn da zu sehen? A bound woman wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the Werde ich ja gleich feucht unten rum, wenn ich das Okay, höre. well, given the Ach nature of Gott. the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex,
violence and other controversial acts that life, for better or worse, contains. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Ja, wo wohnt er denn, der Kollege? So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Hinweise aktualisiert. Ja, wunderbar. Schlüsselhinweis erhalten. Mr. Boniface, mit hier ist Adresse. Mr. Vogel, mir wird das eine Alchemie. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen mal raus und wir gehen mal hier in hier, hier nicht Chronicles, sondern hier das in Rathaus. Da müssen wir hin, wir müssen ins Rathaus. So, gehen wir mal raus und wir gehen mal ins Rathaus. Das will ich mir jetzt mal persönlich mal anschauen. Wir gehen mal hier zur Kadde und gehen mal hier zum Rathaus. Das war ja hier drüben. So. Genau, Cordona Chronicles. Ah, guck mal, da ist auch ein Ausrufezeichen. Das heißt, da können wir jetzt hin, oder was? Wo ist es? Hier. Nee, Moment, das war auf der anderen Straßenseite, ne? Nee, hä? Wo war das? Fuck! Gerade außen denn. Ah, hier vorne! Oh, leck mich doch! Verpisse, du Wichser, Alter! Du Pisser, du Wichser, du. Mr. Holmes, I have something for you. Ach du Scheiße. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested? Nicht jetzt. Miss Turtle, I am not pursuing you and I am not pursuing further work at the minute. Well, it shall wait for you here. Do come back, it's quite something. Ja, das machen wir mal eine Extra-Folge oder so, aber jetzt nicht. Also jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Progress machen hier im aktuellen Fall. So, hier, das in der Altstadt lebt. Okay, Personengruppen, der ist natürlich prominent. Dann Altstadt hier, zack, Rubrik, Zeitraum. Das ist nicht das Rathaus, fuck. Ja, Schlägerei bei Gemäldeverkauf. In der vergangenen Woche ereignete sich ein neuerlicher Skandal in den sogenannten höheren Künstlerkreisen. Den Ausgangspunkt bildete eine Verkaufsveranstaltung für Gemälde unter dem Namen Tanz der Dekadenz. Der Leiter eines Verlagshauses, Darren, der Löwe, Terwig, machte der gemütlichen Zusammenkunft ein jähes Ende, indem er einen Stuhl, auf den als dekadent geltenden Maler Boniface Mercurio schleuderte. Wie Mr. Terwig später zu Protokoll gab, tat er dies, weil Mr. Mercurio seinen Namen entehrt hatte. An dieser Stelle möchte ich die werte Leserschaft daran erinnern, dass Mr. Mercurio mit Mrs. Terwig in einem Kaffeehaus gesehen worden war. Aha! Nach dem Stuhlwurf sprang der Orchesterdirigent Kurto Gallagher seinem Freund Mr. Mercurio zur Seite, indem er mit einem Gemälde auf Mr. Terwig einschlug. Okay. Also quasi, dieser Mr. Mercurio hat quasi den Terwig gebumst, sozusagen. Daraufhin begann ein großes Handgemenge, in das auch zahlreiche Kunden verwickelt wurden. Nach einer erstaunlich langen Zeit der Schläge und Tritte traf die Polizei an alle Haut-Volet-Schläger wurden verhaftet und für eine Woche in Gewahrsam genommen. Was für ein atemberaubendes Ereignis. Als der treue Kunstratgeber würde ich Ihnen an dieser Stelle vorschlagen, sich ein Souvenir von dieser Verkaufsveranstaltung zu sichern, doch leider ist sie bereits zu Ende gegangen. Dafür gibt Boniface Mercury unseren Lesern jedoch die Möglichkeit, seine Werke bei sich zu Hause zu bewundern und zu kaufen. Der Maler lebt in der Hermes Ave zwischen der Scarlet Street und der Olive Street in der Altstadt. Hervorragend. Neuer Eintrag in Johns Tagebuch. So, bam, da müssen wir hin. Johns Tagebuch, ich liebe es, wenn die Archivsuche schnell geht. Ich weiß, wie ich es hasse, wenn wir uns durch staubige Dokumente wühlen müssen. So, Vollgas jetzt hier. Raus, raus, raus.
absoluter Vollgas jetzt hier, Alter. Jetzt wird der Turbo gezündet. So, der Altstadt. Hier unten war die Hermes Road, ne? Das heißt, wir müssen irgendwo hier unten hin. Wo war die Hermes Road? Fuck. Hier. So, wir gehen nochmal hier hin. Da ist auch irgendwo das Haus des Künstlers. Hervorragend. So. Das heißt, aber hier unten, das ist noch gelb, als wenn wir noch nicht alle Hinweise hätten. Aber wir haben Schlüsselhinweise erhalten. Dann gehe ich da nochmal ganz kurz rein und gehe nochmal ganz kurz alles durch in ein, zwei Minuten und gucke, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Das kann nämlich sehr, sehr gut sein. Ja gut, ich muss noch echt viel laufen. Vollgas jetzt hier. So, wir müssen nämlich hier drüben rein. Können wir das Pferd striegeln? Nö, können wir nicht. No, dann nicht. Dann gehen wir hier nochmal ganz kurz rein. Vollgas. So. Anscheinend muss Sherlock Holmes auch nicht schlafen. Da unten habe ich noch ein Symbol. Warte mal. Liebe und Schmerz. Schutzgeist der Wässer. Ja gut, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich hier alle Dinger abklappern muss. Das ist ja Quatsch. Die Erscheinung, der Ursprung der Welt. Are you sure you don't like art, Jerry? Nee, Art ist scheiße, Alter. Geh mal weg damit. Ah, hier oben ist noch was. Dr. Franco. Ja, aber hier unten habe ich doch alles. Vielleicht können wir auch gerade noch nicht mehr machen. Aber ich würde sagen, ich habe hier echt alles gemacht, was ging. Saturn devouring his son. Grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Nee, keine Ahnung. Hier hinten, das auf jeden Fall wird mir irgendwie noch angezeigt, aber ich habe keine Ahnung warum. Das macht ja keinen Sinn. Hier haben wir auch 2 von 2. Ja gut, keine Ahnung, wer weiß. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht müssen wir hier später nochmal hin. Das kann sehr, sehr gut sein, dass wir noch nicht alle Hinweise untersucht haben, aber wir können jetzt gerade noch gar nicht mehr. Oder wir haben hier irgendein Gemälde vergessen und deswegen will uns das Spiel bumsen, wer weiß. Ist mir aber auch egal. Wir sind ja erstmal good to go, hätte ich gesagt. Okay, wir können Gemälde kaufen. Und zwar nämlich, es ist in der Hermsave zwischen der Scarlet und Olive Street. Okay, wir haben die Hermes Road, die haben wir hier. Und zwischen der Olive und der Scarlet Street. Also irgendwo hier. Dann folgen wir doch einfach mal der Straße. Ja, großartig. Fantastisch, Alter. Und wir haben vorhin den Fight, den haben wir so geil dominiert, ey. Im letzten Part, das war herrlich. Das war großartig. Fantastisch. Wir müssen noch mehr laufen. So, wir rempeln den einen Opa mal um. Bam, Alter. So, weg die Sau, Alter. Hier, Vollgas. Okay, irgendwo hier muss das sein. Schauen wir mal hier. So. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, Mom. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors you allowed. You shall not pass. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Okay, 2 Hinweise aktualisiert. Ja, ich muss mich verkleiden. Ich muss ein Anwohner sein oder ein Bewohner. Aha. Was heißt das? Garderobe. Was ist ein Bewohner oder ein Anwohner? Einheimischer. Ah, hier oben. Perfekt. Das kann ich schon. Ja, guck mal. Ich verkleide mich einfach wieder als Frau. Hervorragend. Bams. No visitors allowed. Wow, stark. Okay, jetzt können wir es nochmal probieren. So, Einheimischer. So. Müssen wir halt noch mehr Schminke auftragen. Ich frag schon. Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Und der Hut einer Osmanin. So. Mal gucken, vielleicht geht das jetzt. Gut, dass wir das Outfit behalten. No visitors allowed. Nicht? Hä?
Einheimischer. Vielleicht ist das das Falsche. Vielleicht muss ich mehr wie ein Arbeiter aussehen. Ich bin halt verwirrt, was die von mir erwartet. Also, weil ich meine, so viele Optionen haben wir ja gar nicht hier. Wir könnten nur als Arbeiter, das können wir probieren. Da bin ich voll dabei. Probieren wir das mal. Vielleicht klappt das. Ich bin total verwirrt. Ich weiß nicht, was sie von mir erwartet. No visitors allowed. Ich bin total verwirrt. Ich kann hier nicht das Outfit wechseln. Ja, das merke ich schon. Also was haben wir jetzt schon durchprobiert? Wir haben also das hier auf gar keinen Fall hier. Also Arbeiter sind wir nicht. Obdachlose oder Krimineller. Super. Dann muss ich jetzt richtig pennerhaft aussehen, oder was? Ja gut, aber tun wir ja. Es ist halt aber auch wieder die Frage, wie. Ja gut, aber der Bandit war ich ja auch schon. Wenn ich halt wüsste, was von mir erwartet wird, könnte ich halt viel, viel mehr drauf eingehen, ne? Probieren wir es mal damit. Ich bin total verwirrt. No visitors allowed. Dass sie mir das aber auch nicht schreiben. Ja gut, damit kann ich nichts machen. Aber was erwarten die denn von mir jetzt hier? Kann ich die Alte nicht einfach K.O. schlagen? Vermieterin verachtet, sieht sehr schlecht. Mir gehen langsam die Optionen aus. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich, du. Was? Ich muss mich irgendwie verkleiden. Aber als was denn? Jetzt bin ich schon wieder an so einem Punkt. Das mit der Verkleidung regt mich auf. Ich Oberschicht wollte. Vielleicht. Ich hab doch alles durch. Du kannst nur Versteckkleidung wechseln. Konzentrationshaltung. Adelsohn feindselig. Haltung der Person beobachten. Okay. Wird Vermieterin unfreundlich. Was soll mir das jetzt helfen? Weißt du, das ist halt so Sachen, wo dann halt Zeit drauf geht, wo ich halt einfach keinen Bock hab. Was mich halt einfach nervt. So, als was soll ich mich denn jetzt kleiden in deren Augen? Ich hätte gesagt als Einheimischer, aber das zählt ja nicht. Bloß weil es wieder ein Frauenkleid ist oder was? Ist das dumm, ey. Och, ist das eine Wichse hier, Alter. Ja, das ist halt wirklich nervig. So, Altstadt ab zum Markt. Ich, ganz ehrlich, Alter. Vielleicht kann ich mir Sachen ausleihen. Vielleicht ist das billiger. Warte mal. Ja, hier, so, Kollege, nee. Wo war hier der Kleidungshändler? Der war doch hier drüben. Der war hier drüben am anderen Ende. Das weiß ich noch. Don't miss out. Let's pick something that suits you. Ja, und jetzt kaufe ich mir gleich wieder was und dann brauche ich das gar nicht, oder was? Osmane, tue ich mir ausleihen. Zack. Einheimischer, das geht super. Osmanisches Kopftuch, tue ich mir auch ausleihen. Das ist egal. Das ist auch egal. Das ist auch egal. Be careful with what you've taken. Behandeln Sie die Ware pfleglich. Ja, tue ich. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz hierhin zurück. So auf der Karte. So.
Ja gut, das ist einfacher, wenn ich schnell laufe, Alter. Es geht schneller. Bevor ich mich jetzt dahin teleportiere und mich dann erst wieder orientieren muss, hier weiß ich, ich muss hier Vollgas geben. Und dann hier vorne links, so. Und dann bin ich wieder back on track, hätte ich gesagt. Vollgas, 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 Vollgas. Go, 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 go. Ich bin hier. Perfekt. No. Alter. Allowed. Muss ich sein Outfit imitieren oder was? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich muss mich als er verkleiden mit dem offenen Hemd und so. Aber habe ich sowas überhaupt in der Garderobe? Oh, jetzt muss ich wieder zurück zur Altstadt, Alter. Dass man das aber auch nicht so einfach mal ausprobieren kann. Das ist so ein Quatsch. Another knife in the pillar. Ja, so. Let's pick something that suits you. Okay, also ich muss irgendwas Offenes tragen. Bürokleidung. Hier, so. Exzentriker, so. Tun wir das mal ausleihen. So. Und dann brauchen wir noch einen entsprechenden Hut. Ne, wir brauchen so eine richtig hässliche Frisur, brauchen wir. Let's pick something that suits you. Wir brauchen irgendwie noch eine Frisur, die so richtig... Ah, hier, perfekt, guck mal. So eine, die leihe ich mir auch mal aus, die Frisur. Ich weiß doch nicht genau. Perfekt, guck mal, da müssen wir das hier imitieren. Das ist natürlich smart. Hervorragend. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut von mir. So, jetzt gehen wir hier wieder Vollgas. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, aber ich muss hier wieder rechts. Verpiss dich, Alter. Ja, die Hose wird schon passen, solange ich jetzt hier nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Badehose anhab, sollte ich easy als der da durchgehen. Boah, das ist schon smart von mir, Alter. Da muss ich mir schon mal, ne, eine Scheibe abschneiden von mir selber. Aber geil. Jetzt geht's ja ab, das kann ich dir sagen, Alter. Jetzt mache ich mir die Alte klar. So, hallo. Boniface, sweetie. Is that you? Ah. Old age does terrible things to one's side. Sehr geil, damit kommen wir jetzt weiter. You at first. How are you, Mom? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake. How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago, and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Sehr geil, jetzt haben wir hier den Schlüssel und damit haben wir hier Zutritt. War doch ganz einfach und auch völlig ohne Frust und irgendwie Probleme und so. Ich weiß gar nicht, was ich habe. War mal da. Ach du Scheiße, was ist hier denn passiert? Oh, ich hab's vermutet, ich hab's befürchtet. Aber es hat sich bewahrheitet. Er ist tot. Scheiße. Jetzt müssen wir sicher den Mörder rauskriegen, ne? Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for one or two days. Ludok ist an den Fingerknöcheln. Sag mal, hier mal. Holy shit, der blutet ja aus allen Öffnungen. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Ja, aber da bestimmt wieder so eine Smane, Alter. Scheiße. Die Blutlache können wir nicht untersuchen. Ist vielleicht doch besser so. The wound is precise. Ach so, ja, das wollte ich ja gar nicht. Warte mal hier. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Ja, das Messer müssen wir noch. Ja, ja, klar. Hier, so. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Boniface, ja, Boniface Leiche. Das ist irgendwie schon komisch, genauso wie er gekleidet zu sein. Red skin, tails on the back. Reminds me of Werder's description of the stolen painting. Okay. Krass.
The chest has been searched. Tja. Aunt May Whiskey, Brandy Bucks. Der war anscheinend Alkoholiker. Scheiße. Hat's den nächsten erwischt. Die tragische Musik finde ich sehr passend. Fehlendes Messer. Blaue Stofffasern. Darf ich die nehmen? Nö. Gut, dann nicht. It appears the wine was truly awful. Tja, so kann man das aussehen, mein Freund. Was haben wir hier? Irgendwelche... Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Neuer Hinweis für Gedankenspieler. Also er war definitiv nicht allein. Also da könnt ihr euch sicher sein, meine Freunde. Habe ich was übersehen? Was habe ich übersehen? Hier. I wonder where he got that fancy camera. Verrückt. The blood has dried. Blut ist getrocknet. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. Bitte was? Sag mal, John, komm da runter. Look at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Hier hat jemand Schach gespielt. Weiß gewinnt. Wie im echten Leben, was? So, dann machen wir jetzt hier mal einmal unsere Z-View. Haben wir was übersehen? Nö, dann gehen wir hier mal ins Hinterzimmer. Hier haben wir rotes Licht. Das bedeutet, hier hat jemand vielleicht Fotografien entwickelt. Schauen wir uns das mal an. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Verrückt. Aber wir können jetzt hier etwas reproduzieren oder etwas rekonstruieren, besser gesagt. Deswegen machen wir das mal. Was ist hier passiert? Ich bin super gespannt, was mit John da auftischt, was ich für Optionen habe. Ich würde sagen, hier das mit der Blutlache ist so. Hier hat jemand das Foto, dann kommt der hier wieder. Was ist hier passiert? Ey, nee, ich glaube eher, das war Mord. Es könnte auch Selbstmord sein. Aber natürlich, klar, es gab Kampfspuren, da kannst du sagen, was du willst. Warte mal hier. Hier guckt sich jemand das Gemälde an. Nee, also ich würde sagen, die Kiste wurde durchsucht. Hier gab es einen Kampf. Hier gab es ebenfalls einen Kampf. Der hat sich versucht, mit dem Messer zu verteidigen, aber das lief nicht ganz so gut. Ich würde sagen, wir haben's, oder? Nicht? Okay, dann müssen wir noch mal was ändern. Heieiei, habe ich was falsch? Aber was? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, ach so, ah, okay, hier kann ich nochmal durchwechseln. Ah, und der hat dann zum Messer gegriffen. Ah, so ist es passiert. Mercurio was ja. Developing photographs when the intruder snuck in. Ja. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across. Ah, da habe ich das verwechselt wieder. No choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Ja, das war ein Unfall. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Boah, das ist jetzt schwierig, du Alter. Boah, das ist schon wieder so ein knallharter Fall, du Alter, ne? Hier.
Ereignisse vor dem Tod. Okay, was haben wir hier erstmal als Gedankenspiele? Dieb von Maler auf frischer Tat ertappt. Okay, das gehört nicht zusammen. Der Maler wurde im Kampf getötet. Was kann man denn jetzt hier kombinieren? Der Eindringling ist rauer und hinkt. Ja, das ist Quatsch. Der Eindringling. Der Maler wurde im Kampf getötet. Der Dieb hatte nicht vor, den Maler zu ermorden, genau. Nee, dann wollte ich nicht zurück. Ja, hier komme ich nicht weiter. Okay, was habe ich hier noch übersehen? Was kann ich noch benutzen hier? Hier in der Ecke gar nichts. Wir steigen erstmal etwas höher. It's time for some chemical magic, John. Oh yeah, Baba. Wir fanden dieses Gemälde. Es ist mit seinem eigenen Blut befleckt. Na dann machen wir es mal wieder auf die einfachste Weise möglich, oder? Das tut mir fast schon leid. Das ist ja total dumm. Warum habe ich die 3 hier vorne? Das macht es viel zu einfach. Oder die 4 sogar. Ist irgendwie komisch. Aber wahrscheinlich habe ich echt die chemische Analyse mir zu einfach gemacht. Scheiße. Ach, ficken, ficken, ficken. Aber ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, jetzt wo ich aber die Möglichkeit habe, ob ich mir das hiermit so unfassbar schwer machen will. Weil ich meine, ich kann jetzt halt den total einfachsten Weg gehen und bin hier durch. Ich weiß halt nicht, ob das ein... Andererseits ist es ja vielleicht auch ganz schön, wenn wir jetzt hier nicht ewig hängen, oder? Wenn wir jetzt hier einfach jetzt weitermachen können. Das ist ja auch irgendwie... Das hat ja auch was Positives, so. Finde ich, da muss ich jetzt hier nicht ewig rechnen und so. Das hat auch Vorteile. Ja, ich würde sagen, ganz ehrlich, wenn ihr hier den schweren Modus habt und ihr vorne nicht, dann könnt ihr das selber herausfinden. Aber ich würde sagen, im Sinne des Let's Plays und auch im Sinne von, dass der Part jetzt auch schon wieder 42 Minuten geht, machen wir jetzt die einfachste Lösung, die es gibt, aber... Ja, also wenn ich ja mal hiervon mal wieder im Playthrough, also so quasi ein zweit Playthrough mache, weil mir das Spiel so gut gefällt, dann werde ich auf jeden Fall die chemische Analyse deutlich schwerer machen für mich. Weil das ist halt hier Kindergarten. Das kann jeder Dreijährige kann das hier. Das ist kompletter Quatsch. Das ist sinnlos. Das ist einfach. Naja. Bestätigen wir mal. Zack, Erfolg. Bams. Mit Hilfe von Chemikalien konnte ich das Blut vom Gemälde entfernen. Es handelt sich um ein Stillleben von der Wohnung. Aha! Na dann wollen wir das doch mal vergleichen. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Okay. Das haben wir. Ah, hier fehlt was. Ah, warte mal, oder muss ich hier das Gemälde? Ah, guck mal. Yes, this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John. Ich hab sie gesehen. Also ein Bild ist da, also ne, da oben links fehlt das Viech. Ne, das und ne, der Kronleuchter fehlt nicht. Jalousien. Es wurde auf jeden Fall bei Tag gemacht, das Bild. Unten die Rolle. Hier oben, genau. If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Aber was fehlt noch in der Ecke? Hier hinten. Nothing behind it. Nothing behind it. Aber was fehlt noch? Die Leiche. Hä?
Was fehlt denn noch? Bin ich dumm? Ich sehe es gerade nicht. Was fehlt denn noch? Der Kronleuchter, die Weingläser, alles ist da. Da hinten das auch. Die drei Bücher. Fehlt hier ein Buch oder was? Das ist wieder irgendein Drecksdetail. Das möchte ich noch in dieser Folge finden und dann ist hier Ende für heute. Dann machen wir die Folge dicht. Dann ist alles eingeloggt, würde ich sagen. Aber den möchte ich jetzt noch finden. Das ist mein Ehrgeiz. Nothing behind it. Muss ich mich hier in einem bestimmten Winkel nähern oder so? Es müsste ja einfach beim Draufgucken sichtbar sein. Kommt irgendein Detail dazu? Springt mir irgendwas ins Auge? Nothing behind it. Nothing behind it. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich bin total verwirrt. If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Ach so, wir müssen den Schädel finden. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ah, hier. Ah, guck mal. Ach so, wir mussten den Schädel finden. Jetzt verstehe ich. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. Ach. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up, but the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, yeah. She was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Das ist sehr schön. Schlüsselhinweis erhalten. Sehr gut. Und wir haben kein alle Hinweise erhalten. Na super, Zeichnung. Eine schwangere Frau mit rituellen Stammesnarben. Schrecklich. Lebender Toter. Darüber muss ich reden. Gedankenspiele, die Wohnung, Fotografie einer Vergewaltigung. Der Besucher könnte versucht haben, die schreckliche Fotografie zu finden und mitzunehmen. Ja gut, das lässt sich nicht wirklich kombinieren, okay. John zeichnet die Fotografie einer Vergewaltigung nach. Ich hatte die Fotografie zuvor in Mr. Mercurios Wohnung gefunden. Auf der Zeichnung ist ein Mann in rotem Anzug mit Schwänzen auf dem Rücken zu sehen. Alter, what the fuck? Okay, dann ganz recht herzlichen vielen Dank fürs Zuschauen. Alter, das nimmt ja Wendungen an, vor denen habe ich selber Angst. Aber ja, schauen wir einfach mal, wo diese hinführen, diese Wendungen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr dabei wart und mal gucken, was jetzt im nächsten Part passiert. Tschüss!